Ja, ist doch gut. Sehe dich noch nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Alles klar. War doch ein Fahrstuhl. Oh, Schuberiuni. Er wusste das natürlich. Es ist ja, ist ja klar. Guck mal, jetzt sind wir in verschiedenen Ebenen. Oh, das ist. Ich liebe das Spiel. Also Little Nightmares ist einfach großartig. Für wahnsinnig kreative Leute, die dieses Spiel gemacht haben. Das ist so gut, ey. Let's go weiter. Sind wir auf jeden Fall in einem dieser Häuser. So, hier war er gerade, ne? Ist hier noch irgendwas? Hier noch ein Hut oder sowas? Hallo? Nimmt sie die Seelen, also nimmt Mono. Mono ist ja ein Monosignal. Nimmt Mono diese Signale auf von den Wesen? Mono ist sowohl für Audio als auch eine Signalart im Fernsehbereich. Ah, also Mono und Stereo kennt jeder, glaube ich. Aber Mono ist auch eine alte Sendetechnologie für analoge Fernsehgeräte. Das sind ja alles alte Röhren, analoge Fernsehgeräte. Vielleicht hat der Name damit irgendwas zu sagen. Vielleicht sind wir gar nicht echt. Vielleicht spekuliere ich auch zu viel, aber Spekulatius gehört dazu. Ja, solange wir nicht wissen. Der hat sich auf jeden Fall erhängt. Stuhl ist runtergefallen. Aber wo sind die Körper hin? Das ist einfach aufgelöst. Krass. Und gruselig. Gruselig. Da ziehst du dir echt die Schuhe aus, ey. Hier können wir, glaube ich, irgendwas machen. Einfach durchgehen, okay? Was dachte ich vorhin schon? Okay. Hell. Aber ein funktionierender Fernseher. Muss ich den ausmachen? Oh, ich löse mich auf. Okay, ich sterbe. Ich werde in den Fernseher gezogen. Ich werde in den Fernseher gezogen. Seht ihr das? Die Teile ziehen alle Richtung Fernseher. Ich muss da, glaube ich, hin. Zum Einstellen der Sendung. Bin im Fernseher. Oh, das war das Intro. Dieser Gang. Erstmal die andere Richtung. Okay, wir sind im Fernseher. Warum? Also meine Idee mit dem Mono-Namen habe ich jetzt auch für mich erst realisiert mit den ganzen Fernsehern jetzt in diesem Abschnitt. Vielleicht ist es wirklich nicht echt. Also auf jeden Fall wird es übernatürlicher als der erste Teil. Jetzt gehen wir schon das. Diesmal kommt bestimmt das mit dem Auge, oder? Es guckt uns gleich an. Okay. Jetzt passiert? Er hat uns weggezogen, oder? Verwirrt mich sehr, aber finde ich sehr cool. Dankeschön. Tanzen. Es ist nämlich alles überhaupt gar nicht schlimm, wenn man sich einfach nur. Kann man sich komplett umarmen? Nee, kann man nicht.
Oh, ist das Spiel cool. Mann. Oh, das ist so eine Schuhstraße, wo die alle ihre Schuhe über die Leine werfen. Guck mal, da hängen doch ein paar davon. Da lang. Oder muss ich hier hin? Ich glaube, ich muss hier hin. Spiel spielt ja meist im Vordergrund. Also, ich gucke zwar gleich noch in den Hintergrund. Aber das Spiel spielt ja meistens in einer relativ klaren Ebene. Ich will nur gucken, wie weit ich das ziehen kann. Aber es bringt mir ja auch nichts, wenn ich das rüberziehe, ne? Da wird es auf jeden Fall stoppen. Links, da ist eine Kante. Das heißt, das bringt gar nichts, den dann ganz rüber zu ziehen. Aber wir sind hier die Müllabfuhr. Wir ziehen das jetzt auch durch. Also ziehen, wisst ihr? Oder können wir doch drüber ziehen? Nee, ich glaube, da haben wir keine Kraft für, ne? Nee, okay. Na gut. Das hat überhaupt gar nichts gebracht. Aber wir haben es durchgezogen. Man muss das Ding auch einfach mal machen. Ja, einfach mal machen. So, wir gucken uns hier oben, ob hier irgendwas ist. Kamera fährt auf jeden Fall mit. Das heißt, können uns hier ein bisschen umgucken. Hier ist wieder ein Loch. Das heißt, hier können wir nicht weiter. Und hier ist auch diesmal nichts dran, um den Wagen wegzukriegen. Das heißt, hier können wir auch nichts machen. In den Fernseher rein können wir auch nicht. Okay. Aber umgucken ist wichtig. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird hier einige Geheimnisse geben. Aber die finde ich wahrscheinlich dann eher... Oh, schön. Eine Schule? Oder so? Vielleicht, weil eine Uhr oben und eine Wippe und überhaupt so Spielzeug da hinten, eine Schaukel und das Bad und hier ist ein Tor. Haben wir einen Ball? Ja, wir können bestimmt... Komm. Goal! Ich muss es tun. Bestimmt Errungenschaft. Pfosten! Oh nein, wie spannend. Oh shit. Okay. Vielleicht doch nicht. Aber das ist ein Basketball. Will denn irgendwas, wo wir im Basketball? Den Ball durch das Dings vielleicht? Okay, ich versuch's mal doch mit dem Fuß. Entschuldigung, dass ihr das jetzt aushalten müsst, aber solche Spielereien mag ich. Da wieder die Pfosten, ne? Ach Mann. Komm her. Okay, gab keine Errungenschaft. Wenn wir hier rüber gehen, wird die wahrscheinlich an der Seite umkippen. Okay. Haben wir auch gemacht. Können wir schaukeln? Haben wir auch gemacht. Okay. War das oben da gerade? Achso, Lichtschein bloß. Okay. Hier können wir scheinbar nichts machen. Okay, haben wir auch gemacht, glaube ich. Okay, ich habe gedacht, vielleicht gibt es eine Errungenschaft. Benutze alle... Was ist das hier hinten? Fahrrad? Dreirad. Oh, hier ist wieder irgendwie so eine Erinnerung. Was ist denn das immer? Also irgend so eine Interferenz, ne? Also, es ist auf jeden Fall ein Schulhof. Hier, oh, ist das Auge wieder. Auge ist eher bedrohlich. Das heißt, wir sind in einer Einrichtung von Mutter. Mutter. Hier ist ein Dings dran. War nicht zum Ranhalten, okay. Gucke gerade im Hintergrund noch so ein bisschen, ob ich irgendwas übersehe. Vielleicht gucke ich gerade zu viel im Hintergrund. Vielleicht muss ich mal in den Vordergrund gucken. Ansonsten gehe ich einfach in die Schule rein.
Okay, wir versuchen erstmal. Also offensichtlich müssen wir wieder hochklettern. Aha. Bist du? Rüber? Jo. Das? Das ist ein Hut? Gar nichts. Doch, es ist was. Ein Hut, oder? Es ist ein Hut! Cool. Neuer Hut. Oh. Okay. Wir sind ein Ball. Halt wirklich ein Fußball diesmal. Das andere war ein Basketball. Ich wäre lieber ein Basketball als ein Fußball. Ich hab mich erschrocken von der Errungenschaft. Von der Trophäe. Okay. Leute, es war nicht schieß den Ball durchs Tor, sondern geh mit dem Ballkopf durchs Tor. Also, ja, ist sehr clever, aber es musste irgendwas in die Richtung sein. Aber es, ja, das kann man nicht vorher wissen. Aber schön, dass wir es gemacht haben. Durch Zufall. Sowas ist schön. Vor allem, ich wollte jetzt gar nicht absichtlich durchs Tor gehen. Ich wollte einfach zu dem, wo ich jetzt gerade bin. Witzig. Ob ich darauf gekommen wäre, das absichtlich zu machen, weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich keine Ahnung, ob ich das gemacht hätte. Na gut. Feuer. Auf jeden Fall ist es eine Schule für normalgroße Wesen. Ja, also die Rucksäcke sind ja viel, viel größer als wir. Dementsprechend gehe ich davon aus, von in Anführungsstrichen normalen Kindern. Das heißt, den Kindern von diesen Wesen, die hier mehr oder weniger unsere Gegner sind. In diesem Universum. Die Schalter habe ich natürlich schon gesehen. Raum auf. Ist das auch ein Hut? Entschuldigung. Das sind Betten. Aber, hä, die sind aber mega eng umeinander gestapelt. Okay, hier sind also auch wieder, das ist wieder so ein Auge. Das heißt, wir sind hier auf jeden Fall in einer staatlichen Einrichtung von Mutter. Und da ist eine Figur. Die will ich anfassen? Ich glaube, das ist ein Sammelobjekt. Bist du ein Sammelobjekt? Oh, hätte es noch höher gegangen? Wäre es noch höher gegangen? Oh, was hast du denn da? Warum hast du das in der Hand? Wir finden es gleich raus. Warum hast du das in der Hand? Mit dir. Muss das Gelbe nehmen. Okay, machen wir gleich. Das? Ball. So ein Medizinball. Hier ist eine Ente. Oder sowas? Ah, okay. Können wir dem Koffer irgendwas machen? Nee. Nee. Das alles ausprobieren. Okay. Also auf jeden Fall, wie gesagt, es ist irgendwas von. Nennen die immer Mutter? Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Das losgelassen, einfach so. Als ob es doch nicht wichtig ist. Geh da jetzt nochmal rauf. Nimmst du dann automatisch wieder das Ding? Hey. Oh, guck mal, da unten ist ein Auge. Da beleuchtet. Im Hintergrund, seht ihr das? Hier irgendwo. Komm ich da irgendwie hin? Wie so eine. So eine. War doch gerade mein. Ein sehr blechernen Kopf. Hier. Oh, das ist auch ein Affe. Können wir den wegmachen? Hier, das ist richtig schön beleuchtet. Das ist doch das Auge. Aber was will mir das jetzt sagen? Ist das Ablenkung? Deute ich gerade zu viel in das, was es ist? Auto. Anhänger. Noch eine Puppe.
Brummkreisel. Noch eine Puppe. Der Rest vom Auto oder Zug und ein Brummkreisel. Hey, was los? Er malt auf dem Boden. Tschüss. Okay. Weiß nicht, was. Oben ist noch ein Teddy. Ist dieser Raum nur Ablenkung? Der hustet wieder. Komm ich darüber? Also ich meine, ich kann halt hier drauf, ne? Okay. Ich will das noch einmal probieren, bevor ich jetzt wirklich sage, ich gebe hier auf. Aber ich komme ja nicht an das obere Element der Betten. Ich kann also nicht über die Betten drüber. Oben ein Wichtel? In der Mitte? Ist doch so ein. Das ist einfach nur ein Dreieck. Schwer zu deuten, ne? Also unten ist auf jeden Fall ein Doggo-Teddy und oben ist ein normaler Teddy, obwohl es beides Doggo-Teddys wären. Oder einfach Teddys. Egal. Ich glaube, das ist alles nur Ablenkung. Wie hat das Auge da auf dieser. Ich würde jetzt zwar fast sagen Urne, was in der Schule aber nicht so richtig Sinn macht, aber das Auge da unten, was auch so ein bisschen beleuchtet ist unten links jetzt, das irritiert mich ein bisschen, aber da kommen wir nicht dran. Und ansonsten ist das alles nicht erreichbar. Okay, dann weiter. Keine Ahnung, was das hier für ein Raum ist. Hier ist bestimmt irgendwo ein Geheimnis. Aber ich entdecke es nicht. Oder wir müssen irgendwas hierhin zurück und brauchen später irgendwas. Dann wissen wir vielleicht auch schon, was wir brauchen, weil wir haben uns alles angeguckt. Okay. Dann Hebel und gucken. Oh. Hallo. Bist du der Schulaufseher? Nur ob wir dich noch sehen. Oder ob du auch schon kaputt bist. Okay. Die haben alle keine Augen. Obwohl, der rechte hat Augen, aber die beiden links haben keine Augen. Was ist denn los mit dir? Oh, den haben die keine Augen. Hier, was bringt mir das? Wir müssen irgendwas durchwerfen, oder? Das Bild kaputt machen. Hat er deswegen schon was in die Hand genommen? Geht das vielleicht nur mit diesen Dingern? Ja, Augen drauf. Wir probieren es. Hat das Spiel mich schon gespoilert vielleicht? Okay, von wo aus? Ja. Hat das Spiel mich tatsächlich gespoilert? Weil der das schon in die Hand genommen hat. Nicht so schön, aber vielleicht hat das Spiel, ist das intuitiv, dass man hier nicht so lange überlegen muss oder so, weil es nicht so offensichtlich ist. Aber das hätte ich auch rausgefunden, glaube ich. Hier ist ein Schlüssel, den möchte ich haben. Den brauche ich nicht. Mini-Hammer. Brauche ich auch nicht. Löffel. Okay. Und Minischuhe. Okay, hier ist auf jeden Fall, hier ist unsere Größe. 100%. Und auch wieder Zahlen an der Wand, genauso wie er das hatte. Also den haben wir ja auch gerettet, als er an seiner Drehkugel da, also, ne, in diesem Musikmachdingen, Dings. Okay. Und wir müssen beide hier drauf. Schon wieder ausgegangen, weil ich mal wieder nicht dran gedacht hatte. Ich höre Schritte
und Stimmen. Das können auch alte Rohre sein, dass sich so ein bisschen Wind dann drin verfängt oder so, dass das darstellen soll. Was machst du denn? Schreck mich doch nicht so. Ugh. Weiter. Da geht's. Ich finde krass, dass wir hier komplett ohne ohne Licht auskommen diesmal. Six hatte ja wenigstens noch das Feuerzeug, ne? Wir haben gar nichts. Deswegen haben die... Ja, nee, ich muss weg. Ist hier vielleicht Gleis 6, ein, wie heißt der? 6, ein Viertel? 9,5? 13, ein Siebtel? Scheiße. Leute, wenn ihr das selber spielen solltet irgendwann mal, also, ja, dann tut euch selber einen Gefallen und spielt das mit Kopfhörern. Also, das ist so mega atmosphärisch, ne? Ich hoffe, dass das im Let's Play halbwegs rüberkommt. Weil der Ton ist, wie gesagt, zwischendurch sehr leise. Aber, ja, hier ist auf jeden Fall eben gerade reingegangen. Und der hat auch wieder so komisch geatmet. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die vermuten, dass irgendwas in der Luft ist, was sie auflösen lässt. Deswegen tragen die alle Gasmasken. Wisst ihr, der andere, den wir erschossen haben, vorhin, den Schmied oder was das war, oder ne, was auch immer seine Aufgabe war, Leute wieder zusammenzuflicken, der hatte auch einen Sack über dem Kopf und hat so komisch geatmet. Das heißt, die setzen sich scheinbar eine Art von Gasmasken auf, weil sie denken, oder vielleicht ist es ja auch so, dass irgendwas in der Atmosphäre ist, in der Luft, die sie atmen, was sie zersetzen lässt oder so. Und ja, der Ente... Der Ente in einem Eimer. Du eine Falle? Ja, du bist eine Falle. Lass dich mal. Aber was bringt mir das da oben auf den Schrank? Oder auf Licht? Da ist vielleicht irgendwie ein... Hier könnte halt maximal ein Geheimnis sein. Da oben ist ein Luftschacht, in den ich vielleicht rein muss. Heißt, ich muss da doch ran. Aber wir gucken erstmal weiter. Eimer. Ball. Ball in Eimer? Nun. Du siehst aber eher böse aus, Keule. Alleine von der Körperhaltung schon. Müssen wir gar nicht drüber reden. Warte mal. Ich hab hier gerade Herzschlag gehabt. Warum? Also merke ich deswegen, weil der Controller halt dann vibriert, ne? War das jetzt? War das irgendwas oder? Echt nicht. Ach, bringt gar nichts, oder? Kann nicht mit dem Eimer interagieren. Nee, ich glaube nicht. Okay, aber das da oben so ein bisschen täuscht, ne? Da, guck mal, da ist was in der Wand. Und, aber ist alles dunkel, deswegen gehen wir davon aus, dass hier vielleicht doch nichts ist. Und was hat das jetzt eigentlich ausgelöst? War das das hier? Dieses Element? Was dann den Eimer ausgelöst hat?
Okay. Weg ist er. Ich glaube, wir haben auch Gegner diesmal. Also wirkliche Gegner auch in unserer Größe. Wirkt zumindest so. Ich dachte gerade, ich kann hier vielleicht einfach durchgehen oder so, aber sah so ein bisschen einladend aus. Das ist doch so ein Katschi, haben wir früher gesagt. So ein Slingshot-Ding ist da drin. Wie, das können wir jetzt aufmachen und können das nicht mitnehmen? Sieht so aus. Hä? Interessant. Also, allen, ne? Gehen erstmal nach rechts weiter. Oh, da ist ein Gnom, aber der ist positioniert. Seht ihr das ganz hinten? Und irgendwas wackelt rechts. Wir finden es gleich raus. Wir gehen erstmal hier rein. Oder auch nicht. Immer. Da irgendwas. Hallo? Eben war die Kamera doch gut. Okay, irgendwie geht es dir nicht gut. Ob ich dir helfen kann. Haben wir irgendwas, womit wir da drauf kommen? War das jetzt wieder ein Wichtel? Aber die Wichtel haben Angst vor uns, weil scheinbar diese anderen unserer Größe böse zu den Wichteln sind. Okay. Versuch mal vorsichtig dahin zu gehen. Ah. Affe, ne? Kein Wichtel ist ja. Puh! Ich glaube, ich bin direkt in dem Element davor. Ich bin genau auf dem Brett davor. Holy shit. Wie cool. Also bisher sind wir allen Fallen ausgewichen. Okay, wir können unten lang. Ich guck mal ganz kurz, was hier ist. Hier ist wieder so eine Bucht. Aber die bringt gar nichts. Okay. Okay, wir müssen oben lang. Hat der Wichtel in dem Bad? Oder was das war? Hallo. Da oben ist auch irgendwas. Okay. Die Ente ist der Trigger. Da ist der Triggerpunkt. Seht ihr das? Die angehobene. Ah, ich dachte, ich muss hinten ran. Ich hätte einfach da bleiben sollen, wo ich war. Schade, wir haben es nicht geschafft, alle Fallen nicht zu sterben. Aber ich war eben auch geduckt, oder? Also ich habe die Taste eigentlich nicht losgelassen. Warum bin ich gerade gestorben? Jetzt hätte mich doch hier auch nicht getroffen. Egal. Nehmen wir so hin. Ist nicht so wild. Aber warum will der andere Dude uns ans Leder? Ja, ich habe doch alles gut. Hier wurde gemalt. Kann man erkennen, was gemalt wurde? Nee. Was?